Momentan ist in Frankfurt ein Zirkus. Viele Leute sind dagegen, weil Tiere wie zum Beispiel Pferde dort eingesetzt werden und halten das für Tierquälerei. Wir haben die Leute befragt, was sie davon halten. Da sind, ich meine, dass Tiere sind nicht zum Unterhalten, zum Schwillen mit. Da sind auch Kreaturen wie Menschen. Ja, deshalb, ich bin total dagegen. Also ich finde es schon generell schwierig, gerade mit exotischen Tieren, ja, wie Löwen oder so, weil die wirklich sehr fern eigentlich davon sind, ja, und das ist einfach nicht das natürliche Umfeld. Und also ich finde, man soll es einfach vermeiden, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, ich gehe nicht Zirkus und ich finde das Tierquälerei sehr schlecht, weil egal wie viel Geld du zahlst, trotzdem werden die gut behalten, die Tiere, aber trotzdem, ich finde, dass es Zirkus nicht nur um Tiere sollte gehen, sondern um Spaß und und ja, und das ist, ich finde, das ist sehr schlecht. Also ich finde, es ist auch vielleicht ein guter Zweck, auch teilweise, dass Kinder auch daran Spaß haben, weil Kinder lieben es natürlich auch, Tiere zu sehen, und es ist auch, wie soll ich sagen, Alternative wie als vom Zoo, dass man auch sehen kann, was Tiere drauf haben im Sinne von zum Beispiel Akrobatik, und auch ein spannendes Erlebnis für auch Familie, ganz Familie. Also die Frage war ja, was ich davon halte, dass Tiere zu Unterhaltungszwecken genutzt werden. Ich halte gar nichts davon. Ich finde, man könnte Zirkus auch auf eine andere Art und Weise machen, mit Clowns oder mit sonstigen Spielen. Also ich halte überhaupt nichts davon. Tiere sollten nicht im Zirkus gehalten werden. Die meisten Leute, die wir befragt haben, sind eher gegen die Nutzung von Tieren im Zirkus. Natürlich ist es schön, wenn die Kinder bespaßt werden, aber die Tiere sollten einfach nicht aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden und irgendwelche Kunststücke vorführen, die sie am Ende nur stressen, krank machen und vielleicht sogar sterben lassen. Deshalb ist das Fazit, dass Zirkus nicht sehr gut ist für die Tiere.